Einfach Amol. Eine freie Improvisation. Nur auf Amol? Genau. Ich werfe meine Kollegen jetzt ins Eis ein. Dadat würde auch gut passen ins Weihnachtsthema. Dadat ist eine sehr gute Idee. Meine, weißt du, da ist ja eigentlich ein Weihnachtslied drin. Aber welches? Das Fröhliche ist da drin. Stimmt, ursprünglich. Das habe ich ganz vergessen. Ja, hast du mal gesehen. Genau, es weihnachtet nämlich sehr. Das habt ihr ja schon gesehen, aber wir können auch noch Kerzen erwecken. Das ist übrigens nicht meine Initiative gewesen, diese Kerzen hier hinzustellen. Ihr dürft raten dann und am Ende, wenn ihr es erratet, vielleicht könnt ihr einen kleinen Preis, genau, ihr bekommt von mir dann ein Freigetränk, wer errät, wer diese Idee gehabt hat. Natürlich nicht die, die es sowieso schon wissen, also die, die es nicht wissen, die müssen das raten. Ich finde es eine schöne Idee. Armin hoch auf die Bühne. Er macht jetzt ganz viel. Ich habe ihn ja kennengelernt, auch über Internet. Und er ist ja eigentlich, könnte man jetzt wieder sagen, Schriftsteller, Fotograf, arbeitet für eine Zeitung und so weiter. Und er spielt Gitarre und singt und macht und tut. Und jetzt lasse ich ihn mal, habe ich gesagt, Armin, jetzt mach doch mal, jetzt lies doch mal was. Sag doch mal so, so. Und jetzt lasse ich dich in Ruhe. Applaus. Aber zum Abend, also wenn mich irgendjemand schön fand, muss ich jetzt einen dummen Strich durch die Rechnung machen. Ich bin nämlich schon ein bisschen älter. Brechreiz. Ich wünschte, mein Herz wäre betroffen und spuckte dich aus. Auf kalte Kacheln. Irgendjemand käme mit einem Eimer und einem Tuch, um dich aufzuwischen und schließlich den Inhalt des Eimers in die Kloschüssel zu kippen. Alles herunterzuspüren. Die Kanalarbeiter wundern sich über gar nichts mehr. Dort unten tummeln sich neben Ratten, exotischen Schlangen und Reptilien auch Erinnerungen, die sie vielleicht gar nicht bemerken. Mhm.